Ethical Banking wissen wofür. Wir geben ihrer Geldanlage ein Gesicht. Das Gesicht scheint die Hildegard und der Edmund Birnbacher. Guten Nachmittag, danke, dass wir heute bei Ihnen dürfen zu Gast sein. Wir sehen heute ein Finanzierungsbeispiel der Linie Biologische Landwirtschaft und sind hier in Ohlung beim Mitterhof. Hildegard, erzähl uns einmal ein bisschen, was da am Mitterhof so alles passiert. Ja, also wir sind ein Viehwirtschaftsbetrieb, also wir haben 34 Melkkühe, 18 Jungviech, 2 Rässer. Die Milch liefert es? Milch liefern wir Sendi. Edmund, ihr seid ja erst vor kurzem Jahr, wie gell, umgestiegen auf biologische Landwirtschaft. Was waren jetzt so die Herausforderungen in der Umstellungsphase? Ja, also man muss Bierlecke kaufen und man kann Silo füttern. Dann haben wir ein Jahr zweimal Kontrolle. Einmal sind sie ungemeldet und einmal kommen sie ja so. Aber nein, es ist nicht so viel strenger. Wie hast du in Bezug gekriegt oder habt ihr es entschlossen? Ich habe dir schon mal erzählt, dein Sohn hat eigentlich die Entscheidung. Ja, der Sohn hat allem gewählt Bier, es ist, tut er nicht, hat er gesagt. Und dann sind wir umgestiegen auf Bier. Mhm. Und wir sind eigentlich ganz zufrieden. Ja, fein. Hildegard, die Kühe, wie ist das im Sommer? Dürfen die auch in Urlaub gehen oder müssen die allem da arbeiten? Wie geht also, das die Kühe sind schon da. Ja. Ich habe allem Auslauf, können aufs Feld gehen. Und das Jungvieh ist auch in der Albe. Das ist auf dem Stall ein Sattel. Und dann wird da noch Käse gemacht oder ist ja, das nicht mehr so? Ja, es ist schon da eine Hütte, was auch Käse machen tut. Jetzt kommen wir zur Ethical Banking Finanzierung. Was ist jetzt mit der Ethical Banking Finanzierung genau gemacht worden? Ja, also wir haben einen Nieder- und Zinssatz gekriegt. Also das, weil wir gefragt haben, ob wir anlehnen. Mhm. Dann hat der Bankdirektor gesagt, dass es da Ethical Banking gibt. Und dann haben wir das Zertifikat gebraucht und sind dann wieder zu euch, dann hat uns alles erklärt. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ein niedriger Zinssatz. Wir waren ganz überrascht und sind dann da, haben das dann gemacht. Mhm. Und es freut uns allen, dass er sinkt, dass er das allen der Zinssatz interessant bleibt. Ja. Mhm. Und gemacht habt ihr es mit dem Geld, Umbau vom Stollen, gell, war das? Ja. War das eine große Umbaugeschichte oder war da leider kleinere? Ja, Laufstall ist alles neu gekommen. Und den alten Stall haben wir saniert. Und den Bankdirektor haben wir zufällig heute mit und den werden wir jetzt auch gleich dazu befragen. Bei mir ist jetzt der Josef Niedrecker. Hallo Josef. Nachmittag, hallo. Geschäftsstellenleiter der Raiffeisenkasse Bruneck, Filiale Ohlung. Josef, mehr wert leben, ein Motto, das dir ja sehr bekannt ist, ja das ja auch im Slogan der Raiffeisenkasse Bruneck sozusagen ist, das passt ja eigentlich perfekt zu Ethical Banking. Ja, das passt wirklich perfekt zu Ethical Banking und passt perfekt zu uns zur Raiffeisenkasse. Es ist eigentlich ja da, das sind die Urwerte von Raiffeisen, das kombiniert sich sehr, sehr gut und mit dem können wir es jetzt wieder zusätzlich nochmal zeigen. Was hast du jetzt in deiner täglichen Arbeit für einen Bezug zu Ethical Banking? Wird das gefragt oder ist es eher so, dass man das schon trotzdem noch anbietet in die Leute, weil man es jetzt, weil sie es noch nicht so kennen als Kunden? Wir bieten es eigentlich um, muss ich sagen. Es ist unterschiedlich. Einzelne kommen da mit der Idee schon, die haben es schon irgendwo aufgenommen, muss ich sagen. Und sonst, wenn wir sagen, dass ein Landwirt umstellt, dass wir sagen, das wäre eine Möglichkeit für ihn, dann bieten wir es natürlich um und haben auch in der Filiale teilweise Unterlagen auch liegen zum Thema Ethical Banking, muss ich sagen. Wir haben ja momentan 7 Sparlinien, Handwerk in Südtirol, erneuerbare Energien, energetische Sanierung, gerechter Handel, biologische Landwirtschaft, baulicher Notstandsfonds. Wenn du jetzt müsstest eine neue Linie dazu nehmen, was da dir da spontan einfallen? Gibt es noch einen Bereich, wo du sagst, das da zu Ethical Banking passen? Ethical Banking deckt schon wirklich sehr, sehr viel an. Vielleicht gibt es oft noch so wenn junge Unternehmer eine Idee haben, wo ich sage, der geht ein bisschen in die Richtung, jetzt natürlich die Sparten sind offen, dass man vielleicht oft in Junge noch ein bisschen mehr bei der Hand nimmt und da ein bisschen irgendwo hinführt in der Schienen, wenn sie halt mit Betrieben starten. Jetzt so direkt Sparte, da deckt Ethical Banking schon sehr, sehr viel an. Aber ich glaube, es ist viele junge Leute noch so bewusst da, so Start-up-Geschichten, ob man es da irgendwie auch da integriert vielleicht. Mhm. Werden wir uns Gedanken machen. Kommen wir noch mal kurz zum Finanzierungsbeispiel, wo wir uns aber befinden, zum Edmund. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Der Edmund ist mit der Frau zu mir gekommen ins Büro, weil sie eben Investitionen im Fokus haben und haben wir das präsentiert, was geplant ist. Und wir haben ein paar Jahre gesagt, dass sie eben sie auf Bio umstellen. Und im Gespräch noch von der Finanzierung haben ihnen auch das für Ethical Banking erklärt und gesagt, dass die Möglichkeit besteht und dass wir noch eine Anfrage stellen, wenn es ihnen recht ist, um eine Finanzierung. Und das hat eigentlich noch wirklich
sehr reibungslos geklappt und sie waren sehr, sehr froh, dass es die Möglichkeit gibt. Ethical Banking wissen wir für. Das war es auch schon wieder, der heutige Bericht vom Mitterhof aus Ohlang. Ich bedanke mich herzlich einmal beim Josef fürs Mitkommen. Danke, Josef. Gerne. Danke bei der Hildegard und beim Edmund, dass wir mit der Bank zu Besuch sein. Das war ein Finanzierungsbeispiel der Linie Biologische Landwirtschaft. In diesem Sinne gebe ich wieder zurück die Linie ins Sendstudio nach Bozen.